Hallo, herzlich willkommen im Faszien-Channel. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Woche möchten wir einmal über das sogenannte Shin-Splint-Syndrom reden. Schmerzen im Schienbein, was typisch ist für Menschen, die viel laufen. Das heißt Läufer, Laufsportler, Triathleten, Fußballmenschen und so weiter. Leichtathletik auch ab und zu, eher weniger, aber auch dort zu finden. So eine typische Krankheit, wenn man viel läuft in kurzer Zeit. Und wir erklären dir, was ist das, wo kommt das her? Was können wir tun und was kannst du tun? Das jetzt im Faszien-Channel. Ja, heute geht es mal um das Shin-Splint-Syndrom, das heißt Schmerzen im Schienbein. Aber wenn man es ganz genau nimmt, hat es mit dem Schienbeinknochen nur was bedingt zu tun. Denn das ist eher das Opfer, gar nicht so sehr der Täter. Denn was haben wir eigentlich? Gucken wir mal ein bisschen Anatomie an. Wir haben hier vorne den Knochen des Schienbeins. Ja, unser Schienbeinknochen. Und wir haben hier außen Muskulatur, die Schienbeinmuskulatur. Und im Idealfall, wenn man gesund ist und das alles normal ist, wie es theoretisch sein sollte, kann man hier ganz leicht, wie tatsächlich bei Easy jetzt hier, die Muskeln vom Knochen ablösen. Hier unten wird es ein bisschen fester, da sieht man das auch schon, sieht man tatsächlich am Gewebe auch schon. Hier lässt es sich leicht verschieben und hier wird es fester. Ne? Das ist aber ein Stück weit auch normal, weil hier unten brauchen wir die Stabilität im Sprunggelenk. Also das ist schon auch normal. Bei Menschen, die ein Shin-Splint-Syndrom haben, ist diese Verbindung hier komplett zusammengetackert. Ja, das heißt, wenn wir uns nochmal unser Modell hier nehmen, wo wir sagen, okay, wir haben hier eine Struktur, die elastisch ist, und wenn in der Mitte irgendwo eine Struktur ist, die nicht mehr elastisch ist, dann führt das im Gesamtsystem zu Problemen. Hier haben wir eine komplette Verklebung auf der gesamten Länge. Das heißt, wir haben natürlich in diesem Bereich hier massiv Probleme, bis hin wirklich zur Knochenschädigung. Also das Worst-Case-Szenario ist dabei wirklich, dass der Knochen bricht, ein Ermüdungsbruch eintritt. Das sind aber meist so bei Extremläufen und so. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Faszien, die Muskulatur hier am Knochen normalerweise vorbeigleitet und dann eben bei Überlastung hier verklebt und es nicht mehr gleitet. Das ist ganz spannend im muskuloskeletalen Ultraschall sich mal anzuschauen, denn normalerweise sollte der Muskel eben einfach hier die feste Struktur Knochen und der Muskel so vorbeigleiten. Das tut er dann eben entsprechend nicht mehr, woraufhin der Körper massiv Probleme hat. Und man sieht es richtig, dass das Gewebe richtig unter Zug gerät und der Körper kompensiert das eigentlich mit mehr Kraft. Also es sind ja Menschen, die jeden Tag laufen häufig und richtig Kraft haben. Und dann reißt es aber eben einmal an den Faszien, am Muskel, zum anderen aber auch am Knochen, das eben bis zum Ermüdungsbruch führen kann. Und da wollen wir dir einmal zeigen, wie man das hier ablöst. Das kommt jetzt. Ja, also wichtig ist dabei erstmal, wir wollen auch hier wieder, wie bei jeder Faszientechnik, am Knochen arbeiten, nicht auf dem Knochen. Ja? Das heißt, ich suche mir zunächst einmal, wo ist das Schienbein, und kann jetzt mit meinen Fingern schon genau spüren, hier ist noch Knochen und hier ist jetzt weicher Muskel. Man sieht hier, oder sehen kann man es nicht so gut, aber spüren auf jeden Fall, dass hier eine ziemlich klare Kante ist. Das ist die Schienbeinkante, die äußere. Ja, und jetzt gehe ich im Prinzip einfach bei und fange hier im Bereich des Knies an und gehe seitlich vom Knochen und löse das sozusagen nach unten hin ab, die Verklebung. Wie gesagt, hier geht es noch. Es gibt durchaus Patienten, da kann ich den Knochen nicht vom Muskel unterscheiden, weil der Muskel so verhärtet ist, dass das eine geschlossene Fläche ist. Hier ist ein bisschen Knubbel, das merkst du auch, ist unangenehm. Ja, da gehe ich also nochmal rüber, verharre dort auch einen Augenblick und lass mich dann weiterleiten, wenn es weitergeht. Auch hier wieder die Frage, da ist wieder ein Knubbel, gehe ich wieder ein Stückchen zurück, nehme den nochmal und verharre dort einfach. Die Frage, in welche Richtung macht man das? Tatsächlich geht es letztendlich darum, das hier abzulösen, ne? Hier so vom Knochen. Und es gibt durchaus Kollegen, die sagen, man muss das nach unten machen, um das in die Länge zu ziehen. Andere sagen, man muss es nach oben machen. Wiederum andere sagen, immer mit den Lymphen, also sprich nach oben. Und die Studienlage ist aber dazu ganz klar, es ist egal, es funktioniert in allen Richtungen, weil es hat auf die Lymphe keinen nennenswerten Einfluss. Und wenn man die Spannung aus den Faszien rausnimmt, haben die Lymphe auch einen Vorteil davon. So, jetzt sind wir schon hier am Bereich des Sprunggelenks. Hier gehe ich jetzt nochmal hin, bis mich jetzt hier der Knochen einfach rausschmeißt. Das mache ich 2 bis 3 Mal und dann ist das hier im Prinzip auch schon gelockert.
Was ich noch machen könnte, ist eben zusätzlich das Bein ein bisschen drehen und hier den Muskel noch mal ein bisschen ablösen und versuchen, den weich zu kriegen. Aber letztendlich ist es dann auch sehr die Aufgabe des jeweiligen Patienten, das hinzubekommen, und das zeigen wir dir jetzt, was du nämlich tun kannst bei so einem Problem. Was wäre der Faszien-Channel ohne eine Faszienrolle? Deswegen zeigen wir dir heute mal eine Übung, was du mit einer Hartschaumrolle so anstellen kannst, vor allem beim Shin-Splint-Syndrom. Das heißt, du gehst erstmal, hockst dich sozusagen neben die Rolle und tastest mal, wo ist denn eigentlich mein Schienbein? Ja, das heißt, wir wollen ja immer nicht auf dem Knochen, sondern am Knochen arbeiten. Und jetzt bist du direkt auf dem Schienbein. Du möchtest aber nicht direkt auf dem Schienbein sein, also drehst du den Fuß ein bisschen ein und kommst mit dem Hintern ein bisschen mehr nach außen. Mit dem ganzen Becken ein bisschen nach außen, genau. Und schiebst jetzt langsam nach vorne. Schon ruhig gerade schieben, nur eben den Fuß eindrehen. Und lass dir dafür Zeit, weil du wirst merken, das tut richtig, richtig weh. Ja, und die Intensität kannst du selber bestimmen. Wichtig ist eben, dass du da am Knochen arbeitest, nicht auf dem Knochen. Und was wir jetzt genau machen mit dieser Methode, ist tatsächlich ganz direkt am Knochen zu arbeiten, ohne eben direkt drüber zu reiben. Und ja, das gibt uns sozusagen die Sicherheit, dass wir nicht den Knochen schädigen oder gar ärgern. Und wichtig ist, dass du dir genug Zeit dafür lässt. Also wenn du merkst, dass dort Verklebungen sind, also festzustellen, dann wartest du noch einen Augenblick ab und nimmst ein bisschen Pause, machst ein bisschen Pause, gehst dort nicht weiter. Du musst dir das immer vorstellen wie so ein Bügeleisen. Du willst ja nicht die Falte reinbügeln, du möchtest sie raus haben. Deswegen musst du dann langsam bügeln. Und was wir eben machen, wir schmelzen das Gewebe ein, so sagt man das. Wenn du wirklich ein Shin-Splint-Syndrom hast, ist es sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen empfehle ich tatsächlich, das auch immer nur einmal zu machen und dann verteilt über den Tag dreimal einen Durchgang. Auch wenn du das Problem nur auf der linken Seite hast, was wir dir jetzt einmal so zeigen werden, dann mach bitte auch die rechte Seite mit, weil die wird auch Bedarf haben. Ja, jetzt bist du am Sprunggelenk angekommen. Jetzt kannst du schon wieder aufhören, den Druck rausnehmen. Und jetzt würde entsprechend die zweite Seite kommen. Ja, das war vom Faszien-Channel unser Video zum Thema Shin-Splint-Syndrom. Worauf musst du achten? Also es ist tatsächlich eine massive Verklebung, liegt in der Regel vor, zwischen der Schienbeinmuskulatur, nicht Wadenmuskulatur, und dem Schienbeinknochen. Und die gilt es zu lösen. Das heißt, in der Behandlung therapeutisch tatsächlich die komplette Verklebung lösen. Das wird meistens nicht mit einer Sitzung geschehen sein. Und du zu Hause kannst tatsächlich die Hartschaumrolle rollen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dort rüberrollen. Achte darauf, dass du gut zu dir bist, dass du es nicht zu doll machst. Treib es nicht zu doll, weil dann kannst du auch wieder Probleme bekommen. Sanft das machen, immer nur einmal einen Durchgang, dafür dann dreimal am Tag. Und das langsam lösen. Wenn du merkst, dass der Schmerz doller wird, dann hast du so eine Entzündung losgetreten, dann kühlen, Ruhe. Ansonsten sukzessive versuchen, das weiter zu lösen, damit es sich wieder löst. Also sowieso, bei sowas ist ein Überlastungssyndrom, also eine Überlastung, Sport natürlich runterregeln, ganz klar. Also wenn wir eine Überlastung haben, müssen wir die Belastung logischerweise runter, also Minuszeichen davor, um entsprechend das dann frei zu bekommen. Wenn du das brav alles so machst, sollte das auch wieder freier sein und du wirst auf jeden Fall beim Laufen auch Zuwachs erfahren. Denn das ist ein Problem, auch wenn es nicht das akute Shin-Splint-Syndrom ist. Viele Läufer haben dort Probleme, ohne es zu wissen. Kannst du bei dir selber mal probieren. Taste einfach mal, wo ist mein Schienbeinknochen, wo ist die Muskulatur und kann ich die wirklich so leicht nebeneinander hin und her schieben. Wenn das nicht der Fall ist, gerade als Läufer, wo es auch drauf ankommt, dann solltest du auf dich Acht geben und daran arbeiten, weil es wird früher oder später zu Problemen führen. Und sei es nur, dass du einen Leistungseinknick hast, das sind so typische Geschichten, wo es dann losgeht und wo es dann auch nicht gut ist für die Gesundheit. So viel zum Thema vom Faszien-Channel. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich freue mich auf dich. Tschüss, bis nächste Woche.